das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend. Wer heute mit dem Flieger dringend weg musste, der war zumindest mit einem Lufthansa-Ticket eher schlecht bedient. Unsere Tagesthemen. Streik der Piloten, kleine Gewerkschaft, aber mit großer Wirkung. Kampf gegen Ebola, wie gut ist Deutschland vorbereitet? Und Spionage im Norden, versteckt sich ein russisches U-Boot in schwedischen Gewässern? Kaum sitzen die Lokführer wieder in ihren Lokomotiven, geht auf den Flughäfen, vor allem in Frankfurt Main, fast nichts mehr. Die Piloten der Lufthansa haben die Arbeit niedergelegt, diesmal in vielen Bundesländern genau in der Zeit der Herbstferien. Es ist bereits der 8. Streik, zu dem die Pilotenvereinigung Cockpit seit April aufruft. Und es scheint zum Verzweifeln, denn wer verreisen will, hat ein richtig dickes Problem. Aber ist es wirklich so, dass in Deutschland immer mehr gestreikt wird? Dass gefühlt kaum eine Woche vergeht, wo nicht wenigstens ein Verkehrsmittel stillsteht? Tom Schneider und Steffen Clement. Es sind Bilder, die unsere mobilitätshungrige Gesellschaft ins Mark treffen. Reisende, die sich seit dem Mittag am Frankfurter Flughafen die Beine in den Bauch stehen. Nach einem Wochenende der leeren Bahngleise und der ausgedünnten Fahrpläne scheint Deutschland dauerhaft zum Streikland zu werden. Was Piloten und Lokführer stark macht, sie rühren an einer Art Grundrecht, dem von A nach B zu kommen. Wir wären normal schon unterwegs. Jetzt haben wir einen späteren Flug mit einer Zwischenübernachtung, morgen nochmal einen Flug. Die sollen das irgendwie anders klären und nicht auf den Rücken von anderen Leuten austragen. Wenig zu sehen ist von den Streikenden selbst. Arbeitskämpfe von Piloten wie die von Lokführern brauchen keine lauten Aufmärsche, um wirksam zu sein. Mit den Monate, ja jahrelangen Kämpfen der Großgewerkschaften Mitte der 80er Jahre hat das nichts mehr gemein. 35 Stunden sind genug. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat Arbeitskämpfe in verschiedenen Branchen über einen Index vergleichbar gemacht. Gewerkschaften von Lokführern, Ärzten und Piloten lassen heute mehr die Muskeln spielen als die ehemals streikfreudigen Großgewerkschaften. Wir beobachten, dass diese Arbeitskämpfe vor allen Dingen in den Bereichen stattfinden, wo Dritte mit einbezogen werden. Das heißt, das Gesundheitswesen beispielsweise oder jetzt wie an diesem Wochenende der Schienenverkehr. Dort werden Passagiere oder Unternehmen, die auf Vorleistungsprodukte warten, mit in den Tarifkonflikt hineinbezogen. Sozusagen bei ihnen entsteht ein Schaden und das erzeugt Druck und das erzeugt natürlich aber auch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit erzeugen für Privilegien, wie das Recht der Piloten, auch weiterhin ab 55 in Frührente gehen zu können. Mit Arbeitskämpfen für mehr Geld oder einst die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie hat das nur noch wenig zu tun. In letzter Zeit schien aus unserer Sicht im Management wohl der Eindruck zu bestehen, dass es an Entschlossenheit und Geschlossenheit bei den Piloten fehlt. Und deswegen müssen wir jetzt aus unserer Sicht noch mal klar demonstrieren, dass dem nicht so ist. Entschlossen und geschlossen dem Management gegenübertreten für die Interessen einer kleinen Gruppe. Dieser Plan geht auf, solange die betroffenen Dritten nur weiter geduldig warten. Naja, und klar ist natürlich, der Streik kostet den Lufthansa Geld und gefährdet den für 2014 erwarteten Gewinn. Wie hart trifft dieser Streik denn das Unternehmen, Markus Gürner in Frankfurt? Dieser Streik geht natürlich nicht spurlos an der Lufthansa vorbei. Die Kosten eines Streiktages sind das eine, das sind mehrere Millionen Euro. Weitaus wichtiger aber ist, dass ein bisheriger Erfolgsfaktor in Gefahr ist und das ist die Zuverlässigkeit. Die kann man nicht bezahlen, aber man kann diesen Faktor schnell und nachhaltig zerstören. Das gilt für die Kunden, die genervt sind, für die Wirtschaftsunternehmen, die nicht mehr sicher planen können und auch für Anleger. Die statten die Lufthansa immerhin mit viel Geld aus. Und der Frust muss ziemlich groß sein. Denn seit April, mit dem Beginn der ersten großen Streikwelle, hat sich der Wert der Lufthansa-Aktie bis heute fast halbiert. Und wenn das noch so lange weitergeht, dann kann es noch bitterer für die Lufthansa werden. Die Piloten streiken, die Maschinen bleiben am Boden, die Kunden könnten dauerhaft mit der Konkurrenz abheben und Anleger das benötigte Kapital einem anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Und dann ist der Schaden kaum mehr zu beheben. Markus, vielen Dank für diese Einschätzung. Streit um den Streik. Ein Kommentar von Markus Bornheim vom Bayerischen Rundfunk. Um es gleich zu sagen, es nervt und zwar total, dass dieses Land im Streik Ping-Pong zwischen Lufthansa-Piloten und Lokführern von einem Streik in den nächsten stolpert. Natürlich will keiner den Gewerkschaften das Streikrecht nehmen, aber jetzt ist es einfach zu viel.
Es reicht. Vermutlich hätten die meisten noch Verständnis, wenn es darum ginge, Berufsgruppen mit schlechter Bezahlung ein paar Euro mehr zu gönnen. Aber die Piloten kämpfen vor allem für ihre Übergangsversorgung, die ihnen im Schnitt über 120.000 Euro pro Jahr bringen soll. Eine Forderung, die völlig aus der Zeit gefallen ist. Und heute ging es vor allem um ein Zeichen an das Management, dass man entschlossen sei. Ja, vielen Dank, das haben wir jetzt gesehen. Und morgen werden wir es auch noch mal sehen. Dem Unternehmen kosten die Pilotenstreiks bisher etwa 100 Millionen Euro. Das zeigt, dieser Streik hat jede Verhältnismäßigkeit verloren. Es geht nur darum, sich als Mini-Gewerkschaft möglichst lautstark zu präsentieren. Klar, Pilot zu sein ist kompliziert, ist stressig, ist körperlich herausfordernd. Und man trägt große Verantwortung für die Passagiere. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, keine Frage. Aber liebe Piloten, ihr tragt auch Verantwortung für dieses Land. Dieser schöne Streikdoppelpass, den ihr zusammen mit den Lokführern veranstaltet, fügt dem Land großen Schaden zu. Lasst es lieber, bevor eure Glaubwürdigkeit ganz dahin ist. Markus Bornheim kommentierte. Die Ausbreitung der Ebola-Epidemie in Westafrika ist beunruhigend. 4.450 Menschen sind an diesem Virus bereits verstorben und es werden sicherlich mehr. Und erst jetzt schaut man auch außerhalb Afrikas genauer hin, denn der Westen Afrikas lässt sich nicht einfach so wegisolieren. Die ersten Patienten werden nun auch in Europa behandelt und sollte sich Ebola weiter ausbreiten, und davon muss man derzeit wohl leider ausgehen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind wir eigentlich in Deutschland auf den Umgang mit Ebola vorbereitet? Jenny Rieger berichtet. Dr. Suso Lederle ist kein Mensch, der sich unnötige Sorgen macht. Gedanken aber schon. Aktuell über Ebola. Denn was fragt sich der Allgemeinmediziner, wenn in seiner Praxis plötzlich ein Patient stehen sollte mit den typischen Symptomen? Zu mir kommen 20 Patienten in der Woche mit hohem Fieber. Ja, da kann ich nicht bei jedem an Ebola denken und auch nicht gleich in Panik verfallen. Ich würde natürlich schon Umstände erfragen, warum, wo war der, warum hat der möglicherweise das Fieber. Und wenn jetzt so ein Fall ist, wo ich einen Verdacht habe, weil vielleicht dieser aus Afrika gerade angereist ist, dann würde ich den Krankenwagen holen. Und schon da wird es kompliziert, denn der nächste Isolierwagen steht in Frankfurt, mindestens 2 Stunden Fahrzeit entfernt von der Spezialstation hier im 3. Stock des Stuttgarter Robert-Bosch-Klinikums. Eine Lücke im System? Wenn der Patient hier ist tatsächlich ein Bereich, wo die Sicherheit sehr hoch gehalten werden kann. Da wäre ich jetzt ohne Sorgen. Der Weg hierher ist außerhalb unserer Verantwortung, aber es ist sicher auch kritisch zu sehen, diese Übergänge. Die Übergänge also, von der Arztpraxis in den Krankenwagen, vom Kreiskrankenhaus auf die Isolierstation. Ein Übergang, so heißt es immer wieder, sei zumindest abgesichert, der Luftweg nach Deutschland. Tatsächlich ein mögliches Einfallstor für Infektionskrankheiten wie Ebola. Aber sicher? Was da gemacht wird, auch wenn Sie sehen, dass Fieber gemessen wird oder mit Wärmekameras gearbeitet wird, dann ist das zum großen Teil Augenwischerei, weil Sie wieder in dem Problem stecken, genau den Zeitpunkt zu erwischen, wo die Symptome auftreten. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es irgendwo im Land passiert. Und dann? Notfallpläne, Isolierstationen, alles steht bereit. Deutschland sei gut gerüstet gegen das Virus, sagen die, die auch die Zustände in Westafrika kennen. Nicht gegen eine Epidemie, aber gegen Einzelfälle. Ich glaube, unsere größte Bedrohung im Moment ist die Angst. Es wird im Moment sehr viel mit Angst gearbeitet, und ich glaube, wir müssen zurückgehen zu den Fakten. Die Fakten sind, dass die Menschen in Westafrika wirklich bedroht sind, aber wir doch nur ein sehr geringes Risiko haben. Noch hat sich kein einziger Patient in Deutschland mit Ebola infiziert. Noch ist alles nur Vorbereitung, nur Übung und ohne Garantie. Es ist natürlich so, diese Fälle sind alles keine Routinefälle. Wir haben es ja hier nicht mit einer reichhaltigen Anzahl von Patienten zu tun, wo wir ständig üben und sehen, wie es funktioniert. Und alles, was neu ist, alles, was zum ersten Mal auftritt, hat immer auch ein Potenzial, dass es nicht perfekt läuft. Bislang steht die Ebola-Isolierstation in Stuttgart leer. Die größte Hoffnung hier ist, dass dies auch genauso bleibt. Während es also in Deutschland meist noch um die Vorbereitung auf den Ernstfall geht, versucht man in Afrika, die ausgebrochene Katastrophe dort in den Griff zu bekommen. Die Europäische Union hat mittlerweile erkannt, dass die Ebola-Krankheit vor allem vor Ort
bekämpft werden muss. Die EU-Außenminister haben beschlossen, einen europäischen Koordinator einzusetzen. Die Bundesregierung hat das für Deutschland mit der Ernennung des Diplomaten Walter Lindner bereits getan. Er war letzte Woche unter anderem in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia, und hat sich dort über die Lage informiert und darüber, was denn wie am besten getan werden kann. Und in Berlin begrüße ich jetzt Walter Lindner. Guten Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Herr Roth. Herr Lindner, was war denn Ihr Eindruck vor Ort bei Ihrer Reise durch unter anderem Liberia, dass er besonders hart getroffen ist? Ja, ich war in Liberia und ich war in Guinea, aber der Eindruck war zunächst mal eine Beklemmnis, weil wenn Sie das mit Ihrem eigenen Leib erleben, die Gefährdung, die unsichtbare Ansteckungsgefahr, das lastet schon auf der Psyche, weil Sie aufpassen müssen, wie Ihr Körper reagiert. Bei jeder Temperaturerhöhung denken Sie, Mensch, kann da was passiert sein? Das war sozusagen der erste Eindruck, der die ganze Zeit natürlich bleibt. Der zweite ist aber, wenn Sie in diese Behandlungszentren gehen, dann sehen Sie also mitten vorne ran an die Front sozusagen, dann sehen Sie, mit welcher Hingabe und mit welcher Aufopferungsbereitschaft dort die Menschen agieren. Sowohl die internationalen als auch vor allem natürlich die nationalen Helfer, die dort vieles riskieren und dort viele sind Freiwillige und die dort wirklich alles geben. Meinen großen Respekt und große Demut vor diesen Helfern. Das sind so die ersten Eindrücke, die man hat. Dann kommt die Koordinierung, dann kommen andere Punkte, aber das ist das, was einem zuerst auffällt. Herr Lindner, die Europäische Union will ja nun einen eigenen Koordinator einsetzen, aber muss man denn nicht befürchten, dass einfach wertvolle Zeit verrinnt, bis der überhaupt seine Arbeit aufnehmen kann und dann auch geeignete Hilfsmaßnahmen treffen kann? Das kostet ja eine Menge Zeit, bis das losgeht. Ja, also ich glaube, viele deutsche Politiker haben ja schon erklärt, auch der Außenminister heute, dann Minister Gröhe, dass wir zu spät dran sind. Die ganze Staatengemeinschaft hat da letztlich zu spät reagiert, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Die möchte ich jetzt gar nicht alle nennen. Wenn jetzt die Europäische Union auch einen Koordinator ernennt, gut so, wunderbar, aber wir sind ja auch schon vor Ort und tun ja auch schon was. Und wenn dann die europäische Hilfe besser noch koordiniert wird und so weiter, umso besser. Und wenn das noch etwas dauert, gut, wir sind aber schon vor Ort. Die Bundeswehr ist schon seit 3 Wochen dort. Das Bernhard-Nocht-Institut ist in Guinea schon seit 3 Monaten. Also vor Ort findet schon vieles statt. Da jetzt so viele Akteure vor Ort sind, ist natürlich gut, dass wir das gut koordinieren. Jetzt darf es natürlich keinen Wettlauf aller Koordinatoren da geben. Wir sind dafür da, dass wir sehen, wie die deutsche Hilfe hier in der Bundesregierung koordiniert wird und dann sich gut einfügt international, damit wir nicht Verdopplungen machen, damit wir nicht dort liefern, wo es eigentlich schon genug gibt. Da ist es, glaube ich, vernünftig, sich wirklich eng kurz zu schließen. Das tue ich. Ich telefoniere laufend mit all den Akteuren. Und wenn jetzt ein EU-Koordinator dazu kommt, umso besser. Für wie groß halten Sie, Herr Lindner, denn die Chance, dass diese Ebola-Epidemie tatsächlich rasch eingedämmt werden kann? Also, wenn Sie so einen Krisenstab leiten, dann müssen Sie immer Optimist sein. Ich hoffe, dass das rasch gelingt, aber keiner weiß das, weil keiner, selbst die Experten, kann wirklich voraussagen, wie lange das noch dauert, wie lange die Kurve noch zunehmen wird, bis sie sich dann mal abflaut. Wir tun jedenfalls alles dafür, dass es dazu kommt, dass es zu einem Abflauen kommt. Wenn wir vor der Größe der Aufgabe sozusagen die Augen verschließen würden und sagen, mein Gott, das ist eh sinnlos, dann brauchen wir das gar nicht tun. Wir tun alles, damit wir das effizient und mit viel Energie vorwärts bringen, und dann bin ich überzeugt, dass es uns auch gelingen wird, das Absinken der Kurve zu erreichen. Vielen Dank, Herr Lindner, nach Berlin. Vielen Dank, Herr Roth. Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Jetzt kommen wir zu anderen Nachrichten des Tages. Seit Wochen hält der Kampf um die syrische Stadt Kobani an. Und jetzt bekommen die Kurden unerwartet weitere Hilfe. Mehr dazu jetzt mit Juli Drakas. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat macht die türkische Regierung Zugeständnisse. Kurdische Kämpfer aus dem Irak dürften künftig die türkische Grenze nach Kobane passieren und den Kurden dort helfen, kündigte Ankara an. Die USA versorgten die Kurden in der umkämpften Stadt zudem erstmals aus der Luft mit Waffen, Munition und Medikamenten. Im Kampf gegen die IS-Terrormiliz will Justizminister Maas die Gesetze verschärfen. Künftig mache sich strafbar, wer ins Ausland reise, um sich dort an Gewalttaten zu beteiligen oder sich dafür ausbilden zu lassen. Zudem will Maas die Geldflüsse für den IS stoppen. Wenn deutsche Dschihadisten auf dem Weg ins Kriegsgebiet sind, dann kann der Staat sie kaum noch stoppen. Auch ein Strafverfahren in Deutschland hält sie dann wohl nicht mehr vom Kämpfen ab. Also will der Staat in Zukunft früher ansetzen, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen.
wenn auffällig gewordene Menschen Abschiedsbriefe schreiben, etwa an die Eltern oder an die Berufsschule, wie im Falle eines Hamburger Dschihadisten, dann will der Staat mit der Härte des Strafgesetzes einschreiten. Schon die Planung einer Reise in das Kriegsgebiet will der Bundesjustizminister mit bis zu 10 Jahren Haft bestrafen. Schon jetzt ist es so, dass vielfach reisebereite, gewaltbereite Dschihadisten sich aus ihrem persönlichen Umfeld verabschieden über Briefe, über Mails. Das wird bei Ermittlungsverfahren dann auch aufgegriffen werden können. Teure Waffen für den IS. Auch dagegen will Maas vorgehen. Wer Geld für Dschihadisten sammelt, soll ebenfalls mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden. Die CDU zeigt sich enttäuscht. Die Pläne von Maas gehen ihr nicht weit genug. Deswegen habe ich kein Verständnis dafür, dass der Koalitionspartner sich weigert, dass wir die Sympathiewerbung für terroristische Organisationen unter Strafe stellen. Dem Justizminister steht wohl noch ein Koalitionsstreit um den richtigen Kurs gegen die Dschihadisten bevor. 5 Wochen nach der Landtagswahl steuert Thüringen offenbar auf ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis zu. Die Parteispitze der SPD hat sich für Verhandlungen mit der Linkspartei und den Grünen ausgesprochen. Zum ersten Mal könnte damit ein Politiker der Linkspartei Regierungschef eines Bundeslandes werden. Die Suche nach dem richtigen Platz. Nach 2,5 Stunden Beratung hat die Thüringer SPD eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Einstimmig empfiehlt der Landesvorstand eine Koalition von Rot-Rot-Grün. Wir gehen hier ein Experiment ein, wir gehen ein Projekt ein, was es so in der Form auf Länderebene in Deutschland noch nie gab. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass eine breite Mehrheit dahinter steht. Mit der Entscheidung erteilt die SPD dem bestehenden Koalitionspartner CDU eine Absage. Stattdessen könnten die Sozialdemokraten den Weg für den ersten linken Ministerpräsidenten bereiten. Ja, ich war erstaunt, ehrlich gesagt, dass das so einstimmig abgegangen ist, weil das ist ja doch ein neuer Weg, den wir da jetzt beschreiten. Ich glaube, dass es für Thüringen eine gute Entscheidung ist, weil wir jetzt Klarheit haben nach einem schwierigen Wahlergebnis. Jetzt sind alle 4.300 Parteimitglieder in Thüringen gefragt. Bis zum 3. November haben sie in einem Mitgliedervotum Zeit, den politischen Weg der SPD mitzubestimmen. Lange vor der Krise mit Russland hatte die Ukraine schon mit einem Problem zu kämpfen, das sich wie ein Krebs in den Alltag hineingefressen hat. Es ist die Korruption. Es gilt die Regel, je schwächer der Staat, umso mehr Korruption. Und auch deshalb steht die Ukraine auf der Korruptionsliste der Organisation Transparency International von 2013 auf Platz 144. Das ist noch 17 Plätze schlechter als Russland. Das ukrainische Parlament hat gerade ein Antikorruptionsgesetz beschlossen. Aber das wird natürlich nur helfen, wenn man es künftig auch konsequent gegenüber jedermann anwendet. Bislang mussten so manche Journalisten, die Informationen über mögliche Korruption veröffentlichen, befürchten, dass das für sie Folgen hat. Golline Ertay. Ein Sinnbild der Dekadenz und Korruption. Das Anwesen von Ex-Präsident Viktor Janukowitsch, so etwas wie ein Klein-Versailles. 37 Milliarden Dollar soll das Regime von Janukowitsch vom Staat gestohlen haben. Das haben die neuen Machthaber vorgerechnet. Aber haben sie auch etwas daraus gelernt? Nicht allzu weit davon steht dieses Anwesen. Es gehört einem, der nach Janukowitschs Regime ins Amt kam, der Vize-Generalstaatsanwalt der Ukraine. 140 Hektar früheres Staatseigentum nennt seine Familie ihr Eigenland. Das wollen Journalisten der Sendung Unser Geld aufgedeckt haben. Wie ein Top-Beamter und seine Geschäftspartner dieses Land vor Jahren vom Staat raubten, erklären sie mit frei zugänglichen Dokumenten. Der Zuschauer wird mitgenommen auf eine Entdeckungsreise hinter die Mauern der Mächtigen. Die Reporterin trifft Dorfbewohner. Vor Jahren durften wir hier noch um die Seen fahren, die Natur genießen, erklärt sie. Jetzt sei der Zutritt verboten. Mehr Land, mehr Wasser, als Janukowitsch je besaß. Eine Seenlandschaft, die nach ukrainischem Recht gar nicht privatisiert werden darf. Kurz vor Ausstrahlung der Sendung war die Reporterin bedroht worden.
Ein Mann habe vor ihrem Haus gewartet, erzählt sie. Und ihr geraten, ihren Job als investigative Journalistin aufzugeben. Auch ihrer Familie soll er gedroht haben. Nach der Enthüllung wurde Vize-Generalstaatsanwalt Anatoli Danilenko vorübergehend vom Dienst suspendiert. Eine Ermittlung läuft. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Für den Redakteur der Sendung ist klar, die Politiker und Beamten der neuen Ukraine sind die Alten. Aber zumindest seien sie nervöser geworden, sagt er. Jetzt bekommen wir Reaktionen auf unsere Recherchen. Nach unseren Sendungen wurden zum Beispiel öffentliche Ausschreibungen vom Staat nochmal zurückgezogen, wenn wir bewiesen haben, dass da etwas falsch läuft. Vergangene Woche vor dem Parlament. Mit einem riesigen Hinterteil warnen Antikorruptionsaktivisten vor einer weiterhin korrupten Ukraine. Das Schlüsselproblem: Wir haben immer noch keine unabhängige Justiz. Unsere Spitzenbeamten denken immer noch, dass sie mit Geld ein Verfahren kaufen, es eröffnen und es einstellen können. In der Rada können sich die Abgeordneten erst nach mehreren Anläufen dazu durchringen, Antikorruptionsgesetze zu verabschieden. Das Einkommen von Staatsbeamten darf fortan mit ihrem Lebensstil verglichen werden. Bankkonten können überprüft werden. Zurück in der Idylle vor Kiew. Gib dem Volk die Seen zurück und hau ab, steht geschrieben. Eine Botschaft an all jene hier, die sich unrechtmäßig bereichert haben sollen. Da sich das Ungeheuer von Loch Ness bekanntlich in Schottland versteckt hält, kann es das nicht sein, was die schwedische Marine seit Tagen sucht. Aber was ist es dann? Auf einem von der Marine veröffentlichten Foto sieht man nur, dass es nichts Genaues zu sehen gibt. Dafür aber gibt's jede Menge Gerüchte, wer sich in den Schären vor Stockholm rumtreiben könnte. Ein russisches U-Boot sei es nicht, sagen die Russen. Vielleicht ein niederländisches. Nein, sagen die Niederländer, von uns ist da nichts. Vielleicht ist die Aufregung auch deshalb so groß, weil zu Zeiten des Kalten Krieges gerade dort gerne mal mehr oder weniger heimlich ein U-Boot vorbeigeschaut hat. Klaas Oliver Richter. Sie kreuzen weiterhin in den Schären vor Stockholm. Seit zwei Tagen rund um die Uhr im Einsatz, die Boote der schwedischen Marine auf der Suche nach einem mysteriösen Unterseefahrzeug. Dieses unscharfe Foto soll belegen, dass da etwas schwimmt, was da nicht hingehört. Spaziergänger haben das Bild aufgenommen, angeblich ein fremdes U-Boot. Immerhin, in der schwedischen Regierung nehmen sie die Hinweise ernst und wichtig. Es gibt keinen Grund, jetzt in Panik zu geraten, aber natürlich müssen wir wissen, was vor unserer Haustür in der Ostsee geschieht. Es wäre nicht das erste Mal, dass die schwedische Küste ausspioniert werden würde. Fast genau 33 Jahre ist es her, dass das sowjetische U-Boot 137 vor Karlskrona auf Grund läuft, mitten im militärischen Sperrgebiet. Erst nachdem die Besatzung verhört worden ist und das Schiff instand gesetzt wird, darf U-137 wieder in See stechen. Für die sowjetische Marine ist die fehlgeschlagene Spionageoperation im Kalten Krieg eine Riesenblamage. Doch auch nach dem Ende der UdSSR hat es eine Reihe von Zwischenfällen an der schwedischen Küste gegeben. Sollte es zu einer militärischen Krise in der Ostsee kommen, erklärt der Experte, wäre es für Russland wichtig, NATO-Nachschubwege über Schweden abzuschneiden, um die baltischen Länder zu isolieren. Deshalb sei es nachvollziehbar, wenn zum Beispiel Unterwasserabhöranlagen in den Schären installiert würden. Schweden gehört nicht zur NATO, sucht allerdings die Nähe der Militärallianz, beteiligt sich am Partnership for Peace-Programm und übt inzwischen intensiv mit den NATO-Staaten, wie hier bei einem gemeinsamen Pilotentraining im Baltikum. Das betrachten die Russen argwöhnisch. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat Schweden seine Verteidigungsausgaben zurückgefahren. Durch die Ukraine-Krise ist die sicherheitspolitische Lage im Ostseeraum angespannt, wie seit Jahren nicht mehr. Es passieren Dinge, von denen wir gedacht hatten, dass sie vorbei sind. Man wacht auf und fühlt sich an die 80er Jahre erinnert. Die Spannungen in Europa nehmen zu, die Spannungen zwischen Russland und großen Teilen von Europa wachsen. Das Säbelrasseln kehrt wieder zurück. Aber kommt das gesuchte Tauchboot überhaupt aus Russland? Moskau verneint. Das U-Boot komme vielmehr aus den Niederlanden und habe an einer Übung teilgenommen. Dem widerspricht die niederländische Militärführung. Ihr Boot sei längst in Estland.
Die schwedische Marine sucht einstweilen weiter. Wirtschaftsminister Gabriel und Finanzminister Schäuble haben heute in Berlin ihre beiden französischen Amtskollegen empfangen. Gemeinsam wollen sie einen konjunkturellen Abschwung in Europa verhindern. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Mit einem gemeinsamen Konzept wollen die Minister beider Länder die Konjunktur ankurbeln. Im Kern geht es darum, mit Milliardeninvestitionen Wachstumsimpulse zu setzen. Die Bundesregierung will dafür auch die Unternehmen mobilisieren. Eine Arbeitsgruppe soll Vorschläge erarbeiten, die beim deutsch-französischen Wirtschaftsrat am 1. Dezember vorgestellt werden sollen. Bundeskanzlerin Merkel ist heute zu einem Kurzbesuch in die slowakische Hauptstadt Bratislava gereist. Dort traf sie sich mit Premierminister Fico. Bei dem Gespräch ging es vor allem um den Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine, einem Nachbarland der Slowakei. Beide forderten die Ukraine auf, sich stärker für die Lösung des Konfliktes einzusetzen. Die Bundesagentur für Arbeit fordert flexiblere Betreuungszeiten in Kindertagesstätten. Die häufig starren Zeiten passten nicht mehr zur heutigen Lebens- und Arbeitswelt, sagte Vorstandsmitglied Alt. Vor allem an Wochenenden und zu Randzeiten würden mehr Betreuungsmöglichkeiten benötigt. Unterstützt wird die Forderung von Arbeitgeberpräsident Kramer. Ein Betreuungsausbau sei ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung. Der Komet Siding Spring ist vergangene Nacht in Rekordnähe am Planeten Mars vorbeigerast. Der Schweifstern passierte den Planeten in nur knapp 140.000 Kilometern Entfernung. Noch nie ist nach Angaben der NASA beobachtet worden, dass ein Komet einem Planeten so nahe gekommen ist. Mit zahlreichen Raumsonden und Teleskopen verfolgten Astronomen das spektakuläre Ereignis und hoffen nun auf reiche wissenschaftliche Ausbeute. Uns bleibt der Blick auf das Wetter aber nicht auf dem Mars, sondern bei uns. Und da müssen wir uns wohl leider langsam dran gewöhnen, dass der goldene Herbst nicht mehr so schön bunt sein kann, sondern auch ziemlich grau und nass. Dann fragen wir Sven Plöger, was haben wir denn in den nächsten Tagen zu erwarten? Thomas, grau und nass und noch was Wichtiges kommt hinzu, viel Wind, Schrägstrich Sturm, vor allen Dingen morgen, dann am Dienstag und auch übermorgen am Mittwoch. Und deswegen haben wir es nochmal ganz klar aufgeschrieben, Herbststurm, vor allen Dingen runter von Niedersachsen über Nordrhein-Westfalen bis Bayern. Und schon heute war das teilweise eine unruhige Geschichte, wenn man mit dem Schiff unterwegs gewesen ist. Hier zum Beispiel unterwegs von Cuxhaven Richtung Helgoland. 3 Meter Seehöhe, Thorsten Falke hat es aufgenommen und Sie sehen gleich, das Schiffchen fängt dann schon so ein bisschen anzuschaukeln. Dem einen oder anderen wird es mutmaßlich durchschnittlich gut gegangen sein. Und es wird noch mehr Wind geben. Ich zeige Ihnen mal unser Strömungsbild. Der Ex-Hurricane Gonzalo ist unterwegs. Und jetzt wird das Ganze zum Film. Und Sie sehen, hier ist er über Nacht dann über die britischen Inseln weitergezogen und wird dann morgen Nachmittag Deutschland von Westen erreichen, vor allen Dingen nach Süden weiterziehen. Im Nordosten ist alles ruhiger. Wind thematisieren wir gleich nochmal bei der Windkarte. Blicken in die Nacht hinein, wo es im Süden nochmal kräftiger regnet. In Niederbayern ist nochmal ein Blitz denkbar. Ganz im Norden zieht auch nochmal Regen durch. In der Mitte ruhigeres Wetter, 9 bis 14 Grad zumeist morgen früh. Und der Vormittag startet im Nordwesten schon mit den ersten Tropfen. In der Mitte viele Wolken, aber auch sonnige Abschnitte. Direkt am Alpenrand, da gibt es noch ein paar Schauer. Und dann am Nachmittag kommt sie rein, die Kaltfront, mit Power. Das heißt, kräftige Regengüsse, teils mit Gewittern durchsetzt, sind unterwegs. Temperaturen vor der Front im Süden durchaus noch mal bei 18 bis 20, im Norden noch 13 bis 15 Grad. Wenn die Front dann kommt, das ist der Moment des Windsprungs. Da sehen Sie, die Windrichtung dreht auf West. Der Wind in Böen durchaus im Flachland 70 bis 90 Kilometer pro Stunde, in den 90 bis 110, also deftig jetzt bei den belaubten Bäumen. Da kann es dann wirklich noch mal richtig kräftig zu und her gehen. Ganz kurz zum Schluss die Aussichten. Mittwoch im Süden kalt, Schneefallgrenze 6 bis 800 Meter. Das ist dann richtig Herbst-Winter. Am Donnerstag langsam Beruhigung. Also auf mit Vorsicht in einen Sturmtag, Thomas. Und wetterfest anziehen. Vielen Dank, lieber Sven, meine Damen und Herren. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit der Story im Ersten. Die zeigt, wie sich die Terroristen des Islamischen Staates durch Kunstraub finanzieren. Das Nachtmagazin mit Sven Lorik meldet sich um 0.15 Uhr. Ab morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Pina Atalay. Ihnen eine schöne Woche und kommen Sie gut durch die Nacht.